Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in diese traurige, traurige, dunkle, regnerische, zugewitterte Welt von The Elder Scrolls Online namens Cerodiel. Nee, Tamriel. Quatsch, Cerodiel ist ja hier da, wo die Kaiserlichen herkommen. Das hier wird jetzt die letzte Folge der Session sein. Folge 1.2. Und zwar werde ich jetzt nochmal ein bisschen weiter durch die Welt laufen. Werde jetzt wirklich versuchen, so weit zu kommen, zu Fuß, wie es geht. Einfach vom Gelände her. Also, dass ich hier jetzt nicht dahin gehe und mir da was anschaue und dahin gehe und da was anschaue. Sondern, dass ich wirklich komplett versuche, durchzurennen. Dass ihr noch möglichst viel mitbekommt auf eurem Weg. Als letzte Impression. Damit ihr seht, was man denn so alles hier in The Elder Scrolls Online erleben kann. PvP habe ich natürlich nicht gezeigt. Ein Dungeon habe ich nicht gezeigt. Andere Welten großartig habe ich nicht gezeigt. Weil, ja, mit Level 14, mit den paar Folgen, die wir gespielt haben, mit den paar Stunden, die ich leider nur gespielt habe, es lohnt sich für mich aber nicht. Tut mir leid, ist echt so. Ein Online-Rollenspiel zu Let's Playen ist was anderes als ein normales Spiel. Weil man da nicht einfach mal Pause machen kann, woanders wieder einspringen kann. Es verändert sich viel, es wird immer gepatcht. Es gibt viele Fortschritte, die Wirtschaft verändert sich, die Dynamik verändert sich von den Spielern her. Es gibt neue Inhalte, alte Inhalte werden gelöscht. Und ja, wenn man so ein Gelegenheitsspieler ist wie ich, sage ich mal, weil ich spiele am Wochenende, ja, vielleicht, keine Ahnung, 6, 7, 8 Stunden. Davon nehme ich die ganze Scheiße auf, muss dann hier noch rendern und so ein Mist. Also das ist wirklich nicht viel. Wenn ich jetzt ohne aufnehmen und hochladen und rendern zocken würde, dann wäre das locker die doppelte Zeit. Dann würde sich das vielleicht lohnen. Einfach mal so entspannt aus Spaß was zu spielen. Aber ich will euch ja was bieten, ich will ja aber auch gleichzeitig in der Story vorankommen, weil ich persönlich bin eigentlich ein ziemlicher Trödler. Was schicken uns Jone und Jode jetzt schon wieder? Ah ja, nee, ich lasse mir nämlich eigentlich immer Zeit mitspielen, ich schaue mir alles schön an. Ich bin einer, der gerne rumläuft hier. Explored. Crafted. Ressourcen abbaut. Das ist eigentlich so mein Gameplay-Stil. Und nicht hier großartig mit Leuten interagieren und sich da Stress machen, mit denen reden. Können wir mal da rein, wollen wir mal da rein. Dann für ein Let's Play immer andere fremde Leute. Das ist, finde ich, persönlich auch irgendwie ein bisschen komisch. Deswegen Singleplayer-Spiele schön in Ruhe. What the fuck ist das? Du hast 14 falsch geschrieben. Ich bin nicht 41, ich bin 14. Gut, ja, dann renne ich mal da hoch. Und ja, wie gesagt, eben, Online-Rollenspiele zu Let's Playen sind für mich persönlich nicht das Beste. Tut mir jetzt auch ein bisschen im Herzen weh und auch im Geldbeutel, weil ich habe mir sehr, sehr viel Zeit gekauft für Elder Scrolls Online, 3 Monate. Also ich habe 1 Monat gekriegt, habe mir dann 2 Monate nochmal dazugeholt und hatte dann im Endeffekt, glaube ich, nur 1 Monat jedes Wochenende gespielt. Dann hatte der Fabian mal keine Zeit, dann habe ich einen anderen Charakter gemacht, dann hatte ich keine Zeit, dann hätte er den alten Charakter weitergespielt. Dann ist er jetzt mittlerweile Level 41, ich Level 14 und lauter so ein Zeug. Also nur fürs Wochenende lohnt sich nicht, da müsste ich dann schon echt jeden Tag zu Hause sein. Naja, vielleicht eines Tages ist es soweit und ich kann... Scheiße. Komme ich denn jetzt hin? Gucken, kann ich hier, was ist denn das da eigentlich? Ich guck mal, ob ich hier rüber schwimmen kann. Ja, und wie gesagt, so lange wie ich nur am Wochenende zu Hause bin und im Urlaub, müsst ihr euch eben leider mit den paar Videos begnügen, die ich so hochlade. Und der Kevin, wobei der jetzt lange nichts mehr hochgeladen hat, ich muss ihn mal zur Rede stellen, was die Scheiße soll. Ja, aber ich hoffe trotzdem, euch gefällt bis hierher das Programm soweit. Die Spielauswahl gefällt euch soweit. Meine Art hoffe ich auch.
Wenn nicht, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, dann schreibt mir das bitte. Wenn euch irgendwas nicht passt, wenn euch irgendwas am Herzen liegt, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt oder fragen wollt oder keine Ahnung, dann lasst es mich alles wissen. Ich komme denen echt gerne nach. Hallo. Jute. Jute. Was ich jetzt einfach mal ankündigen werde für die ferne Zukunft. Also wirklich ganz, ganz in der entfernten Zukunft. Irgendwann so morgen oder sowas oder übermorgen. Nee, also jetzt wirklich, keine Ahnung, ein paar Monaten oder nächstes Jahr oder sowas. Werde ich Halo Let's Playen. So mit 90%iger Sicherheit. Weil ich nämlich ein riesen Halo-Fan bin. Ich habe selber eine Xbox hier rumgammeln. Nur müsste ich mir dann eben hardware-technisch noch das entsprechende Zeug kaufen. So, bin ich jetzt darüber. Nur müsste ich mir hardware-technisch das entsprechende Zeug kaufen. Wie zum Beispiel die Elgato. Das ist ein... Ja, so eine kleine Box. Die schaltet man dann zwischen Xbox oder zwischen PlayStation und Fernseher. Und dann wird das Signal abgefangen und wird dann dupliziert. Die eine Hälfte dann wird dann wieder weitergegeben an den Fernseher und die andere Hälfte wird dann... Truhe? Nee. Und die andere Hälfte wird dann eben gespeichert auf einer externen Festplatte oder auf dem Laptop oder sowas. Aber das Teil ist teuer und lohnt sich für mich jetzt noch nicht. Aber ich habe vor, in Zukunft auch ein paar Xbox-Spiele zu Let's Playen, weil ich wirklich ein ultra großer... Okay, ich glaube, da geht's nicht lang. Nee, ich glaube, da kann man lange schwimmen. Scheiße. Weil ich nämlich wirklich ein ultra großer Fan bin von Halo. Und dann habe ich mir einfach mal vorgenommen, alle Teile zu zocken. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Bis ich da unten bin, ist die Folge schon vorbei. Da hoch komme ich nicht. Oder komme ich da hoch? Ja, doch, da hoch komme ich nicht, ne? Da war ich und das zu. Castel Alcaire. Nee, hier oben komme ich nicht lang. Oder bin ich da überhaupt? Nee, ich bin da gar nicht hoch, oder? Nee. Heißspornfeste. Nee, doch, da geht's nicht hoch, da geht's nicht hoch. Scheiße. Doof, da kann ich euch jetzt echt nicht so viel zeigen, wie ich wollte eigentlich. Kalthafen. Ach, das ist die PvP-Welt. Ah, dann gucke ich mal, vielleicht kann ich hier irgendwie mit dem Ding hier ins PvP. Wie geht das denn? Kontakte? Gilden? Ja, in der Gilde bin ich auch noch, die wir in Level 5 beigetreten haben. Kampagne. Allianzkrieg. Ah. Gut, kann ich hier irgendwie... Normal, besondere Ereignisse, nicht zugewiesen, Kampagne. Nachrichten? Nee. PvP. Wie komme ich denn ins PvP rein? Kampf. Ja, nee, Synergien, Kontakte, Gildengruppen. Kampagnen. Um nach Cerulean zu reisen und Schlacht teilzunehmen, ist zumindest. Okay, kann ich. Direkt nach Cerulean kann ich nicht reisen. Wie komme ich denn ins PvP? Moment, vielleicht wenn ich in eine Stadt gehe, gibt es irgendwie so ein PvP-Typi? Bank, Marktplatz. Magiergilde, Kriegergilde. Rosenlöwen.
Silum. Pferde. Die Zuflucht. Das ist natürlich jetzt doof. Ich weiß, die Veteranen unter euch werden sich jetzt im Grabe drehen. Ey, du kleine Hackfresse, du scheiß Popelgesicht. Wieso weißt du nicht, wie man ins PvP kommt? Ey, meine Fresse, ich habe das letzte Mal vor 2 Monaten gespielt, ohne Scheiß. Ich habe keinen Plan, wie das geht. Gibt es irgendwie einen NPC oder irgendwie... Man muss doch irgendwie mit der Taste da reinkommen. Es kann doch nicht so schwer sein, dass man extra irgendwo hinlatschen muss, nur um PvP zu machen. Notfalls frage ich halt im Chat. Damit ich euch wenigstens das nochmal zeigen kann. Weil ich glaube, großartig jetzt irgendwie Krieg werde ich jetzt nicht mehr sehen. Und großartig wohin kommen tue ich auch nicht. Dann frage ich einfach mal Gebiet. Dann gucke ich, machen Area. Nee. Gebiet. Doch, ja. How do I get into PvP? So, Press L. Ah. So einfach geht das. Aurels Bogen, was ist das denn? Maximum Truppenstärke, Truppenstärke, Maximum, Maximum. Okay, in welcher Dominion bin ich jetzt eigentlich? Nachtklinge, Dunkelelf, Dolchsturzbündnis, so wie er sich gehört. Dolchsturzbündnis ist hier in die Ebene jetzt. Dolchsturzbündnis. Ein Freund! Vor 7 Tagen, vor 3 Monaten. Ja, mit dem habe ich das letzte Mal zusammengespielt. Ja, nee, ein Freund? What the fuck, Alter? So, besondere Ereignisse. Mach ich jetzt aber mal. Wenn ich das Fühlenstand nicht mehr wechseln könnte. Jetzt, ja. Gehe ich da mal rein. Kampagne betreten. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Bitte warten. Ja, ich lade nebenbei gerade was hoch, deswegen dauert es mit dem Ping ein bisschen. Ihr könnt noch 55 Sekunden lang alleine beitreten. Ja, ich möchte so beitreten einfach. Ja, annehmen. Betrete Cerodiel. Kampagne bereit. Bring it on! Die kaiserliche Provinz Cerodiel dominiert das Herz in Tamriels. Nachdem das Kaiserreich kollabierte, sind die Armeen des Dominions, des Bündnisses und des Pakts in Cerodiel eingefallen und ringen dort um den kaiserlichen Thron und die Kontrolle über den größten Schatz des Landes. Da bin ich mal gespannt. Fertigkeitslinie erhalten, irgendwas. Gut, ich glaube, ich verstehe. Alter. Alter! Gut, ich glaube, ich verstehe das Prinzip. Verlieren. Ey, ohne Scheiß. Nur gelb. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Feste Obhut. Ich als kleiner, pimmeliger Level 14er. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie hochskaliert wird hier. Nee. Ja, da werde ich halt mal probieren, da hinzukommen. In diese Festung. Ah, okay, da geht's runter. Damit ich euch hier jetzt nochmal ein bisschen PvP zeigen kann, auch wenn ich mit ziemlich großer Sicherheit sterben werde. Nicht nur einmal. Aber immerhin ein bisschen heroische Action. Der einzelne, einsame Einzelkämpfer, Krieger rennt. Oder besser gesagt, ja, pflügt durch das Land in Richtung euer gesetztes Ziel. Feste Obhut. Schwimmt durch Bäche, unaufhaltsam sprintet mit unendlicher Ausdauer
Richtung Ziel, um diese Feste im Alleingang für seine Allianz einzunehmen. Über Felder, Gras, Schnee, Berge, Täler. Unaufhaltsam. Und an einem kleinen, süßen, gemütlichen Häuschen vorbei, mitten im Wald. So, Hier. Gut, da muss ich erstmal darüber. Weil ich glaube, einen anderen Weg. Hier wird nicht. Nee, da ist eine Mauer. Wer zur Hölle baut da oben eine Mauer hin, Alter? So, Ja, ja, wir rennen. Belagerungswaffen, Verzauberer, Reiter, Schmied. Ach ja. Ah, Tor von Nimok. Schön. Selbst hier würde ich wohnen. Ohne Scheiß. Hat alles, was man will. Ausreichend groß für, schätze ich mal, 100 Leute. Sagen wir mal 80. Genügend Schlafplätze. Wahrscheinlich geht es da noch ein bisschen nach hinten rein. Ist gut zu bewachen. Kann man nicht irgendwie einfach hochklettern. Nach hinten noch ein bisschen ausschmücken und einen kleinen Platz hinbauen. Mit irgendwelchen kleinen Wägelchen aus Holz und sowas. Und schon hat man ein schönes, trautes Heim. So, Holzfällerlager. Besitzende Gilde Gilde unbeansprucht. Gut, dann werde ich mal hier das Holzfällerlager einnehmen und dann zur Feste hoch. Weil ich weiß nicht, wo die Action abgeht. Ich glaube, der richtige Krieg hier bei uns ist sowieso nicht am Laufen. Ich glaube, die beschäftigen sich gerade eher mehr hier mit dem Ebenerzpakt. Weil, ich meine, mein Gott, ich glaube, ich bin der Einzige, der hier online ist gerade. Von meinem Clan. So, Level 5 lässt sich auch noch verkraften. Alter, das ist doch kein Level 5. Ja, ist klar. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind, ne? Meine Leutchens. Ich kann mich nur hier... Ach, ist doch scheiße. Level 5, ey. Mein Arsch, Level 5. Gibt's nicht irgendwie eine PvP-Ausrüstung oder so ein Scheiß, den ich mir holen kann? Was ist denn? Belagerungswaffen. Gehe ich mal zu den Belagerungswaffen. Söldnerhändler. Ohne Belagerungswaffen in die Schlacht zu ziehen, ist wie Bergbärenlapskaus ohne Zähne zu essen. Man kann es überleben, aber angenehm wird es nicht. Bündnis Feuertopf-Tribok. Wird zu einem Tribuchet, dessen Feuerbälle Gebäude beschädigen und Feinde in Brand stecken. Wird zu einer Bliste den Bolzen... Aha. Nehme ich mal das Tribok. Kostet ja nicht viel. Köfen. Gut, Gut, jetzt habe ich eine Belagerungswaffe. Was mache ich damit? Um eine Belagerungswaffe einzusetzen, müssen ihr sie über den Schnellzugriff benutzen. Dadurch erscheint eine Platzierungshilfe. Ah ja. Schnellzugriff. Kann ich hier nicht irgendwie... Schnellzugriff. Echt immer diese Steuerung hier bei den ganzen Spielen. Ne, also irgendwie ist hier... platziert sich Schnellzugriff und greift dort. Ja, wie soll ich denn hier bitte auf den Schnellzugriff kommen? Kann ich nicht irgendwie... C? Nee, hä? Wie soll ich denn den Scheiß bitte machen?
1. Jetzt habe ich 1 gedrückt. Nee, falsch. Ach, leckst mir doch am Arsch. So, alles nichts. Belagerungswaffen kannst du vergessen. Scheiße, braucht kein Mensch. So, was ist das hier? Ein Söldnerhändler. Hallo Händler, ich will Söldnern. Ach nein, Quatsch, das war ja Schnellzugriff. So geht das. Seid gegrüßt. So. Stallmeister, was für ein Pferd hast du? Such dir ein Ross, mein Freund. Ja, bitte. Gefallene Ritter bedeuten Reit. Ach, halt die Schnauze. Alles viel zu teuer. Wenn ihr genug vom Leben... Natürlich. Ihr meint also die... dachte ich mir schon. Hm. Ein seltener Händler. Hä? Ach, bin ich jetzt zu voll zu suchen? Die Folge ist jetzt schon eh wieder lange. Handelshaus nicht. Renne jetzt nochmal runter in den Kampf. Hoffe, dass ich ein paar meiner Weggefährten über den Weg laufe. Und werde mich dann heroisch opfern in dem Versuch, diese Feste hier zu erobern. Gegen die Level 5er, ey. Also die sollten das echt hier irgendwie skalieren. Weil ist ja schön und gut, wenn man mit Level 10, also ohne Scheiß mit Level 10 ins PvP kann, wenn ein Level 5er dann als Level 14er mit 3 Schlägen den Arsch aufreißt. Aber hier ist echt keine Sau, ey. Was, wo sind die denn? Ich glaube, die machen frei, weil heute Fußball ist. So, hier wieder so ein schönes kleines Mäuerchen. Ich mag ja so eine Architektur. Ich weiß nicht, zum Wohnen vielleicht in der heutigen Zeit, wenn das innen drin modern rustikal ist oder generell wirklich modern minimalistisch, könnte man drinnen wohnen. Aber jetzt so mittelalterlicher Stil und dann hier vom Ich so als IT-Freak mit Computern und Fernseher und Spielekonsolen und keine Ahnung, so ein Scheiß. Ich denke mal nicht, dass man das da irgendwie einigermaßen harmonierend einrichten kann. Jedenfalls nicht in dem Stil, den ich mag. Der einsame Ritter Komukai rennt seines Weges, des Weges eines Weges Richtung Festung, um diese, wie bereits das Holzfällerlager, erfolgreich im Alleingang zu erobern, auf dass das Durchsturzbündnis wieder Macht erlangen möge und Altmeri Dominion vom Anblick dieser Welt verschwindet. So, jetzt habe ich hier, ne? Ein Katapult. Habe ich. Bündnis, hallo? Hm? So. Ein gelber Kreis erscheint auf dem Boden, mit dem ich das Ding platzieren kann. Ein rotes X zeigt an, wenn man es nicht machen kann. Hier kann ich jetzt schon was hinstellen. Und dann müsste es da doch ein... Alter, wie nah soll ich diesen scheiß Tribok noch bauen? Gucken wir nicht hier vielleicht. Ah, okay. Ach, ich muss einfach nur Q drücken. Ah, okay. Dann werde ich jetzt mal hier das Tribok hinbauen. Alter, das hat aber eine ordentliche Reichweite. Burgmauer. Verlassen. Nein! Ja. Naja, okay. Todesrückblick. Dann würde ich sagen,
wird das letzte Bild sein, das ihr von mir hier sehen werdet bei Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich kann mir vorstellen, dass das lustig ist, wenn man hier noch so mit 200-300 anderen Leuten so Belagerungssachen einpackt und aufbaut und anstürmt und anrennt und Level 80 ist und Ausrüstung hat und so eine Scheiße. Oder was eben hier das Maximallevel ist. Scheint echt sehr lustig zu sein. Aber für mich, der alle zwei Wochen vielleicht mal eine Stunde spielen kann, weil er ja auch noch andere Let's Plays machen muss und auch noch Freizeit hat und so ein Scheiß, für mich lohnt sich das nicht. Wie bereits gesagt, vielleicht eines Tages werde ich mal irgendwann die Möglichkeit haben, ein MMO zu Let's Playen, dauerhaft, was jetzt aber so bald nicht sein wird. Ich werde jetzt die anderen Let's Plays erstmal fertig machen, werde dann erstmal schauen, was danach kommt. Ja, und hoffe, dass euch das jetzt wenigstens informationstechnisch gut gefallen hat. Wenn es euch als Let's Play nicht gefallen hat, wie gesagt, schreibt das bitte in die Kommentare, was euch nicht passt, damit ich das besser machen kann. Weil wenn ihr mir nicht sagt, was falsch ist, kann ich das auch nicht ändern. Ja, dann waren das jetzt so meine Worte und ich wünsche euch dann in den anderen Let's Plays Spaß, die parallel hierzu aufgenommen werden. Alice, Madness Returns, Dark Souls und Watch Dogs. Ja, fleißig schauen, kommentieren, abonnieren. Ich bin der Flo von Maximum Gaming und habe jetzt vorerst zum letzten Mal The Elder Scrolls Online Let's Played. Auf Wiedersehen.